Hallo, in diesem Video möchte ich kurz den Unterschied erklären zwischen LL-Scanning und LR-Scanning. Ich will nicht so ganz ins Detail gehen, dafür mache ich nochmal extra Videos. So, stellen wir vor, wir haben eine Menge an Regeln. So, und wir haben eine Formel als Eingabe. Dann soll ja, wenn wir jetzt diese Formel hier als Input haben, unser Scanner nachher so einen Baum rausgeben. Der sieht dann ungefähr so aus. So, das ist also die Struktur dieser Eingabe. Und was jetzt der Unterschied ist zwischen LL und LR-Scanning, ist, wenn wir bei LL-Scanning sind, dann gehen wir quasi von oben nach unten. Und wenn wir bei LR-Scanning sind, gehen wir quasi von unten nach oben. Das ist so der grobe Hauptunterschied. Das soll es eigentlich auch schon gewesen sein, aber vielleicht nochmal als kurze Idee, was das bedeutet ist, wenn wir im LL-Scanning sind, dann fangen wir an, wir gucken uns natürlich unsere Eingabe hier an und fangen an mit einem E. Und enden dann mit unserer Formel hier. Und wenn wir die Formel erreicht haben, ich mache mal hier so einen gewählten Pfeil, dann haben wir das erreicht. Das wäre LL-Scanning. Und beim LR-Scanning fangen wir aber mit der Formel hier an und versuchen dann Stück für Stück irgendwas zu machen. Und am Ende kommt ein E raus. E ist in unserem Beispiel hier dieses, ich sag mal, das Startsymbol oder das Start- oder Zielsymbol könnte man es nennen. Das Wurzelsymbol. Wenn wir da sind, dann ist die Grammatik der Eingabe eingehalten. So, und genau, wir landen nämlich am Ende dann in einem E. Das ist jetzt schlecht gemalt. Und wenn wir das E erreicht haben, dann wissen wir, okay, alles ist gut. Wenn nachher irgendwie noch was anderes da steht, E plus T oder sowas, dann wissen wir, wir sind noch nicht zu Ende. Wir sind noch nicht fertig. So, das soll es aber für dieses Video gewesen sein. Wenn ihr noch genaueres wissen wollt, es sind noch zwei Videos da, jeweils einmal für LL-Scanning, einmal für LR-Scanning, wie das wirklich Schritt für Schritt passiert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen.